Hallo Lieben und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Kampfkoch. Bam, 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 bam. Lifestyle. Heute wieder ein SWS Online Workshop. Wir waren ja letztes Mal beim Stampftritt und heute kommen wir zum Sidekick. Okay? Hat was mit der langen Distanz zu tun, aber alles das nach dem Intro. So, ein Sidekick, ja, man kennt den aus Filmen, wo die Leute hier stehen, ihn dann zum Bauch führen oder aber auch Bruce Lee-Style zum Kopf da reinführen und. Alles das machen wir nicht. Denn wir wollen einen effektiven Sidekick setzen und jetzt gar nicht darauf ausgehen, dass ihr geile Kicker seid, dass ihr hochtreten könnt. Wenn ihr es natürlich könnt, dann macht ihr sowas, wenn ihr es schafft in diesem Augenblick. Ansonsten wollen wir erstmal auf den tiefen Tritt eingehen, nämlich aufs Knie, okay? So, ich stehe wieder in meiner Bereitschaftsstellung. In welcher Linie? Ganz genau. Two-Line. Hände? Richtig. Gut, wenn ich also hier stehe, ganz wichtig, ja, denn könnte ich einen Sidekick dann anwenden, wenn zum Beispiel ein Schlag auf mich zukommt und ich eine Schulterroll mache. Okay? Eine Schulterroll-Technik, wollte ich sagen. So, nochmal. Wir stehen hier, Schulterroll. Okay? Schulterroll schützt, wenn der Schlag auf uns zukommt, unser Kinn und geht quasi hier vorbei. Währenddessen geht der Gegner nämlich beim eigenen Schlag nach vorne oder nach vorne. Ihr seht schon, er rennt nach vorne. Wenn ich jetzt einen Schulterroll starte, habe ich folgende Seite offen, nämlich mein Bein. Und wo ist sein Knie? Unten. Da komme ich ran. Okay? Das ist ganz, ganz wichtig. Nochmal, ich bin hier, er schlägt, ich mache einen Schulterroll und boom, hab das Knie. Womit treten wir zu, wenn ihr das Stampftritt-Video gesehen habt? Mit der Fußspitze? Nein, richtig. Mit der Hacke, mit der Mitte des Fußes, okay? Ist eine sehr gute Distanzwaffe. Der Gegner ist sehr weit weg, will auf mich zukommen. Puss, ich kann ihn hier auf Distanz mithalten. Nochmal, puss, kann ihn auf Distanz halten. Dafür ist der Sidekick sehr gut. Natürlich hat der Sidekick auch folgenden Aspekt. Wenn wir nachher Schrittarbeit beherrschen, habt ihr alle schon gehabt im ersten Grundlevel. Und zwar Sidestep, Push-Shuffle, Slide and Step, Step and Slide und. Und zwar, wenn der Gegner auf uns zukommt, kann ich hier einen Slide and Step machen und komme raus, natürlich in die Kniekehle. Oder ich gehe nach innen weg, fupp, und habe das seitliche Knie. Na, alles Beispiele, wo wir den Sidekick vernünftig ansetzen können. Wie sieht ein Sidekick aus? Wie führe ich ihn aus? Also, ich habe hier meinen Fuß. Viele machen immer den Fehler und setzen die Fußspitze nach unten. Das ist ein Schönheitsding, ja, wenn sie jetzt so machen. Okay, seht ihr? Ganz wichtig ist es aber, dass ich ihn so lasse, denn ich will ja doll treffen und nicht mein Gelenk strecken oder mit dem gestreckten Lenk treffen. Dann macht er mir wieder alles knack, knack. Will ich nicht, okay? Mortal Kombat Fatalities bei sich selbst schockt mich. Ganz wichtig auch, lasst euch jetzt nicht irritieren von der Schulterrolltechnik. Dazu kommen wir noch, ja? Da gibt es auch noch mehr, viel mehr Sachen, auf die wir eingehen müssen, um eine Schulterrolltechnik vernünftig starten zu können. Dieses kleine Beispiel hier hat jetzt erstmal nichts mit dem Schulterroll zu tun, sondern hauptsächlich erstmal damit, dass wenn der Gegner auf mich zukommt, ich ihn stoppen kann, okay? Oder halt einen Sidestep machen kann, da stoppen kann und. Ganz wichtig ist es beim Tritt immer daran zu denken, wirklich mit der richtigen Fläche zu treffen und dass ihr einen Sidekick nicht als den Sidekick seht, wie er in vielen Filmen angewandt wird, wo ihr denn hier steht und dann kommt ihr da oben. Na, wenn ihr es natürlich könnt, ist cool, aber wir wollen natürlich auf die Primärziele und ein Primärziel bei uns in der Selbstverteidigung ist ein Knie. Ganz wichtig ist es auch, dass jeder Tritt, den ihr ausführt, aus dem Knie kommt, okay? Das heißt, umso höher mein Knie ist, umso leichter kann ich treten. Umso niedriger mein Knie ist und umso weiter es von unten kommt, umso mehr muss ich mich vergrätschen. Das heißt also, wenn ich einen Sidekick mache, nehme ich von hier aus erst das Knie hoch und komme dann raus. Ja? Das heißt, es befreit euch auch nach unten, was ganz wichtig ist. Wir wollen ja gar nicht so hoch, aber wir wollen Kraft reinsetzen. Deswegen treten wir aus dem Knie. Ich sehe viele, die es auch falsch machen, die drehen sich ein und machen einen Sidekick und machen nur einen, vielleicht sind es noch 20 Grad Schnapper. Das heißt, das Bein ist schon fast gestreckt und die schnappen jetzt nur noch aus dem Rest. Da ist natürlich kein Druck hinter, ist klar. Sondern, dass ich von hier stehe und wirklich erst mein Knie zurücknehme und dann durchkomme. Weil dann habt ihr auch Kraft, dann ist da auch Zug hinter und dann geht auch was kaputt. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da auch den Tritt vernünftig ansetzt. So,
das war es jetzt auch erstmal zum Thema Sidekick. Wie gesagt, wir gehen auf die einzelnen Tritte immer noch weiter ein. Ja? Ihr müsst keine Angst haben, das war es jetzt abgeschlossen, jetzt kann ich den Sidekick oder das war es, mehr erzählt er darüber nicht. Nein, da kommt noch viel, viel mehr. Wie gesagt, erstmal einzeln die Techniken beherrschen, damit wir dann nachher weitermachen können. Denn ganz wichtig ist immer, man braucht ein vernünftiges Gerüst, worauf man ein Haus bauen kann. Es bringt nichts, wenn unten alles wackelt und kippelt und das Grundgerüst gar nicht steht, dann fällt das auch alles nachher oben, umso mehr ihr lernt, alles wieder zusammen. Ganz wichtig ist, eine gute und feste Basic sich zu erschaffen. Gut, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Jetzt kommt wieder dasselbe Getratsche wie immer. Wenn ihr mir folgt, dann würde ich mich auch freuen auf Snapchat, auf Facebook, auf Instagram. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ab in die Comments, wenn euch das Video gefallen hat. Daumen nach oben und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Jetzt mache ich mal so einen hohen Sidekick. Damn.